Der 4. Oktober hier in Dresden 1989 war ein besonderes Datum, weil die DDR-Regierung die Führung verlangte, die Züge mit den Flüchtlingen aus Prag müssten über den Bahnhof in Dresden oder müssten über DDR-Gebiet rollen. Wie haben Sie diesen Tag, auch die Entscheidung der DDR-Regierung damals empfunden? Wie haben Sie denn dann den Tag und den Abend, die Abendstunden hier in Dresden erlebt? Erstmal war das ja damals nicht so publik, wie wir es heute betrachten. Also das war ja eher, das ging eher so von Mund zu Mund. Also das war ja mehr spekulativ. Ich kann mich erinnern, 1989 war es so, zunächst wurden die Grenzen zugemacht zur tschechisch, also zu, damals CSSR. Ich glaube auch zu Polen. Das ist aber unwichtig, also zur CSSR auf jeden Fall. Und man hörte im Bekanntenkreis und so verschiedene Art der Nachrichten. Das war eine davon. Und dann hieß es abends, die Züge fahren über Dresden. Das sind die aus der Prager Botschaft gewesen, die werden nach Hof weitergeleitet. Das war allerdings nicht, dass das also jetzt bekannt gegeben wird, das müssten Sie eigentlich auch noch wissen. Das ist so, das war spekulativ. Und das hat dann so eine Stimmung erzeugt vieler Bürger, die also gerne wissen wollten, was ist denn nun eigentlich los? Und irgendwie tappte man im luftleeren Raum, sodass sich also spontan, ohne dass man das organisiert hat, ohne dass das abgesprochen war, einige tausend Menschen dort um den Hauptbahnhof herum gesammelt haben. Das ist also hier in Dresden gewesen am 4. Oktober, Sie sagten das. Ich bin von der Arbeit gekommen, das war gegen 16:30 Uhr. Bin dann zur Prager Straße, Hauptbahnhof gegangen und dort standen schon unheimlich viele Menschen draußen. Also ich bin dann um den Bahnhof rumgelaufen, auf die andere Seite genauso voll und eigentlich wusste gar keiner richtig, was los war. Also es herrschte so eine Spannung so bei jedem Menschen, so eine Beklemmung. Also irgendwas musste raus, irgendwas ist da. Und dann gegen Abend eskalierte es ein bisschen. Also einige Jugendlichen, die schmissen auf der Seite zur Prager Straße hin, Hauptbahnhofseite, mit Steinen auf Richtung Bahnhof. Dort standen also die Polizisten mit diesen Knüppeln und die Schutzschildern. Was ich jetzt mal sagen muss, das möchte ich mal einblenden. Das war für uns DDR-Bürger das erste Mal, dass wir also Polizisten mit so einer mit Helm, Schutzhelm, Knüppel oder sowas in dieser Aufmachung gesehen haben. Das war neu. Das hat auch das Bild der Repression verstärkt, weil das kannten wir in dem Sinne gar nicht. Diese Form der Gegenüberstellung war eigentlich für mich jetzt auch neu. So hatte ich so nie erlebt. Ja, jedenfalls sind wir rum und bin dann auch versucht reinzukommen in den Bahnhof. Das war auch möglich, aber eben nur bis zu bestimmten Stelle, in die Haupthalle und so. Kam gar kein Mensch mehr. Dort drinnen waren dann also, da wurden auch Steine geschmissen, da so ein paar Knallkörper sind da gefallen, ein paar Uhren zu Bruch gegangen. Aber irgendwo war eine Schranke und bis zu den am Hauptbahnhof auf den Gleisen ist gar keiner gekommen. Und das war natürlich so eine Situation. Draußen standen dann irgendwann mal 10.000 Menschen, manche sagten auch 15.000. Und ich erinnere mich jetzt noch gut, dass also einige Jugendliche mit Steinen auf die geworfen haben damals zu dem Zeitpunkt. So, mehr war in dem Augenblick nicht gewesen. Das war der erste Abend. Das ging ja dann noch mehreren Abend weiter. Am nächsten Tag waren ja wieder die gleiche Situation. Damals war es aber so, dass die Polizei oder die Kräfte, die dort uns gegenüberstanden, angegriffen haben und uns zurückgetrieben haben in die Prager Straße. Das war am zweiten Abend gewesen. Das ging dann 3 Tage so.